Hi Leute und herzlich willkommen zu Blank Dream. Bei Alice Mare komme ich momentan nicht weiter, deswegen spielen wir Blank Dream weiter und lassen uns weiterhin von dem Schattenmädel voll verarschen. Yay! Einen schöneren Start in den Tag gibt's doch gar nicht. Juhu! So, Moment. So. Und dann werden wir das jetzt aber hoffentlich irgendwie hier auf Kante kriegen. Es geht doch gar nicht, dass dieses kleine, schattige Mistweib uns hier einfach mal die Tour vermasselt. Ich meine, wir müssen ja nur die blaue Farbe holen und dann irgendwie wieder rausgehen. Nur muss man das am Anfang eines Spiels packen? Das ist sowas fürs End, ich lauf vor dem Monster weg. Ding. Das hat am Anfang überhaupt nichts zu suchen, wenn ich daran denke. Ich meine, es gab öfter mal Verfolgungsszenen, auch bei The Witch's House, wer hätte gedacht. Aber das, was wir jetzt gerade haben, das ist ja kommt zum Schluss. Wirklich zum Schluss. Oder ich habe wirklich den Fehler gemacht. Und bin zuerst auf das Gemälde losgegangen und jetzt ist die hier viel noch bösartiger drauf als vorher schon. Man weiß es nicht. Ich kann das Ding ja leider auch nicht mal öffnen, weil ich den RPG-Maker VX Ace nicht habe. Juhu. Oh, ernsthaft, fick dich. Entschuldigung. Es ist früh am Morgen. Ich bin noch etwas verstimmt. Wenn man gerade erst aufwacht und weiß, irgendwann muss man diese Scheiße weitermachen. Dann sieht man den Rest des Spiels ja nicht. So. Nö, Pippi. Hast es bald, guck dich nochmal ganz genau um denselben dreckigen Pixel, den du dir schon die letzten 200 Jahre angeguckt hast. Da verändert... Oh, ernsthaft! So. Dubidubdub. Latsch über das scheiß Glas, dass ich weiß, dass du weg bist. Danke. Das ist doch nie wahr. Ich übe ja einfach schon mal das Weglaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Lauf über das Glas. Los. Danke. Bin ich mir das ein oder ist die wirklich wachsamer geworden? Oder bin ich zu langsam geworden? Habe ich die Skills verloren? The Magic Skills. Los, verpiss dich dort hinten in deine Ecke. Da siehst du nämlich gar nicht mehr. Hoffe ich. Was macht die überhaupt? Was hat die ja für eine Aufgabe? Ist das die Putzfrau? Oh, ernsthaft? Ja! Ha! Sie folgt uns nicht. Die Rache ist mein. Nicht lange, aber die Rache ist mein. Oh, hast du es jetzt endlich mitgekriegt, Puppi, hä? Und was kratzt gerade bei mir im Hals? Ich hoffe, die kommt jetzt ja nicht gleich aus dem Bildschirm wie die aus The Ring. Ja! 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 Wuhu! Das ist jetzt so episch. Und jetzt sterbe ich, weil ich unter diesem blöden Ding lang laufe. So. Die Rache ist unser. Die Rache ist unser. Ja, ich möchte ihn jetzt nicht erstechen, aber man kann ihm mal die blaue Farbe geben. Gut, gut, aber das reicht noch nicht. Er braucht noch mehr Farben, um sich auszudrücken. Er ist halt einfach so ein komischer Künstler. Rot und blau. Reicht doch vollkommen aus. Kann man Blut und Wasser zeichnen. Was will man denn mehr? Gut, ich glaube, hier war noch was zu tun. Genau, das habe ich aber nicht verstanden. Und wir haben noch eine kleine leere Flasche. Also wir haben hier mit ganz normalem Wasser. Das können wir schon mal da reinfüllen. Und auf Anni würde ich jetzt versuchen, das Feuer dort hinten zu löschen. Aber ich glaube, das finden die Kameraden da nicht so gut. Ich gehe erstmal mit speichern. Achso. Obwohl, ich habe gerade gespeichert. Na. Das ist immer so, gleich könnte was Bösartiges passieren. Gut, also ich tue das hier einfach mal. Der Kamin ist halt ausgegangen und alles fällt in Dunkelheit. Du, Dunkelheit. Hat uns das jetzt irgendwie weiter... Nee, die hat das gar nicht betroffen. Gut, die sind uns nicht sauer.
Gut, jetzt speichere ich aber nochmal. Vielleicht verfolgen die uns ja gleich. So raumübergreifend. Und jetzt sehen wir hoffentlich gleich, was passiert. Hallo? Was? Was? Die können hier weitermachen? Oh Gott. Oh! Oh, ich habe schwarze Farbe. Sehr gut. Ah! Oh Gott! Ich sag's noch! Ich sag doch, da machen die das wirklich! Oh, Scheiße! Alles im Griff. Wer hat hier wie ein Mädchen geschrien? Ich nicht. Ja, ja, das ist die einzige Farbe. Jetzt kann ich Leben kreieren mit Schwarz. Mein Arm, mein Pinsel. Ich sollte dir die Geheimnisse der Kunst präsentieren. Nee, sollst du nicht. Geh einfach weg. Ja, sehr schön. Das ist das schönste Bild, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich bin verliebt. Wenn ich mir das anschaue, ich bin direkt verliebt. Behold. Ja. Erschaure, das ist meine Kunst. Das Kind, das ich geboren habe, na, das würde ich reklamieren. Vielleicht habe ich jetzt noch keine, na, Regrets sind, wie sagt man das? Ich weiß jetzt gerade ernst nicht, wie man Regrets übersetzt, aber ich weiß, ah Gott. Vielleicht habe ich jetzt noch keine... Ach, wie sagt man das? Das ist gerade furchtbar. Vielleicht kommt es mir jetzt noch nicht falsch vor, aber Götter, Dämonen... nimm diese verrottende Seele als Futter der Kunst. Haben wir jetzt was gekriegt? Nee, haben wir nicht. So. Jetzt gucken wir nochmal in den Raum. Vielleicht haben sich ja die Jungs wieder ein bisschen beruhigt. Da ist einer. Echt, die haben sich beruhigt. Aus Gründen. Okay. Hier gab es ja auch nichts mehr zu tun. Ja. Achso, wir könnten uns auch nochmal bei dem Raum des Schattenmädels umsehen. Vielleicht gibt es ja da noch mehr. Wir hatten jetzt ja nicht alle Zeit der Welt, das ganz gemütlich zu durchsuchen. Ach, sie ist weg. Sehr gut. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin, außer kaputte und schmutzige Flaschen. Damit können wir nicht reden. Statuen. Eine Engelstatue. Sie ist ziemlich zerstört, weil einige Teile fehlen. Ja, jetzt laufe ich über die Scherben, du blöde Kuh. Ha. Es ist nichts auf diesen Dingern. Und auch nur kaputte Dinger. Na gut. Dann gibt's hier wirklich nichts mehr. So. Das heißt, wir können jetzt weiter. Speichern noch einmal. Hm. Ja. Ich sehe schon, die Kunst versucht uns zu fressen. Ich kann noch einmal speichern. Das tue ich auch mal. Und wir sehen einen Spiegel. Und der Spiegel zeigt Michiros Reflexion und wir gucken hinein. Puh. Vor einem Monat. In einem geheimen Keller. Das klingt falsch. Nennen wir es ein geheimes Atelier. Wer wisst ja jetzt, dass das der Künstlertyp ist? Hey Michiro, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Atelier willkommen. Nicht in meinem Willkommen Atelier, das macht keinen Sinn. Atelier? Du machst wohl Scherze. Ach so. Du machst nicht wohl Scherze, nein, ein Atelier, das ist ja hier nur ein kleiner Abstellraum. Das hast du dir also als dein Atelier rausgesucht? Ach, komm schon. Natürlich könnte ich es wie jeder Manager-Typ machen und es mir sagen. Hä, das verstehe ich gerade nicht. Aber ich kann nicht zu Hause zeichnen. Also hoffe ich, dass ich hier ein wenig Inspiration kriege. Deine Mutti hasst deine Kunst, richtig? Ja, ich weiß auch nicht ganz genau warum, aber sie wird ziemlich sauer, wenn ich male. Na gut, bei den Sachen, die du malst. Also, wirklich. Also muss ich draußen
zeichnen. Im Geheimen. Ja, und das ist irgendwie gruselig. Scheint ein bisschen seltsam zu sein. Vor allem, weil du ziemlich gut bist, Ayato. Kunst ist schön. Ich kann meine eigenen Welten kreieren, die ich mir in meinem Kopf vorstelle. Ohne irgendwie die Realität reinzulassen. Die Dinge sind nicht so real. Und sind auch nicht so verschwunden. Sie können alle in dieser Kunst leben. Der hat aber auch so hier seine Probleme, oder? Ich hatte eine größere Schwester, weißt du? Hatte? Ja, hab sie nicht mehr. Ich denke mal, es ist jetzt 7 Jahre her. Ein Mädchen... Der Körper eines Mädchens wurde in dem Spiegelsee gefunden. Sie gingen davon aus, dass es ein... Aufgrund, wie ihr Körper aussah, ging man davon aus, dass es ein Mord war, aber man hat niemals einen Kriminellen gefangen. Also fand nie einen Täter. Und ja, das Mädchen war meine Schwester. Und seit diesem Tag, und an diesem Tag, als ich dich am Spiegelsee traf, habe ich mich an ihren Tod erinnert. Also, nachdem ich ihr Grab besucht habe, ging ich zu dem See. So war das also. Genau so. Und so... Und deswegen... und das, was er gefunden hat, war halt ein Mädchen, was dort ganz alleine war, total in ihre Gedanken versunken und erinnert ihn halt sehr stark an seine Schwester. Deswegen habe ich dich gerufen. Hä? Du meinst mich? Ja, natürlich, meine Schwester wusste, starrte genauso immer in diesen Spiegelsee, von Zeit zu Zeit. Ihr habt beide eine ziemlich gleiche Haltung, also eine ziemlich ähnliche Haltung. Ihr lächelt niemals, als ob euch nie etwas amüsiert. Es fühlt sich gerade so an, als ob du mich analysierst. Schau, es ist doch wahr. Also habe ich eine Anfrage an dich, Michiru. Ich werde direkt auf den Punkt kommen. Würdest du mir für mich Modell stehen? Modell für ein Gemälde? Ja. Ich möchte ein paar Dinge, also ein paar spezielle Details von meiner Schwester, festhalten. Und die kann ich nun mal in dir sehen und auf dem Gemälde festhalten. Es wird wunderbar sein, wenn du mir nur ein nettes Lächeln geben möchtest. Keine Chance. Ha, dachte ich mir. Naja, ich werde dich nicht noch einmal fragen. Setz dich einfach hierher. Es ist einfach okay, lass mich einfach dein Gesicht malen und... Ach so, es ist schon in Ordnung, sie soll sich einfach hinsetzen und er macht dann irgendwas mit ihrem Lächeln da auf der Leinwand. Ich denke, das ist in Ordnung. Dankeschön, das hilft mir wirklich. Ich bin mir sicher, das Schicksal wollte, dass wir uns treffen. Ich habe meine Schwester gerade in Gedanken und ich möchte gern diese zwei Dinge zusammen malen. Seine Erinnerung und das Hier und Jetzt. Mach einfach, was du willst. Das ist irgendwie peinlich. Sie sollte sich jetzt vielleicht auch... Eine Kunstartikel in einer hölzernen Box. Flasche mit einer nicht vertrauten Substanz. Sind diese für das Gemälde? Eine Box, zu der sagt sie nichts. Vollgestopft mit Fotoalben und Büchern über Gemälden. Ayatos Schatzsammlung. Aha. Also hier sind auch wieder ein Haufen Kunstartikel und Materialien. Nutzt sie einfach von den Regalen heraus, scheint es. Okay, jetzt nochmal das gleiche. Ein Teddybär! Oh, das ist... Eine Art Erinnerung an meine Schwester. Ich mag normalerweise keine ausgestopften Tiere. Das ist eine Übersetzung. Nein, es sind natürlich keine ausgestopften Tiere. Es sind eine ganz normale Plüschtiere. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Also solltest du ihnen ein bisschen Liebe geben, Michiru. Wo kommen wir raus? Nee, was haben wir hier? Oh, ein Feuerlöscher. Der sieht ziemlich alt aus. Tja, entweder Chemikalien oder Feuerlöscher.
der ziemlich ramponierte Feuerlöscher, also bei dem besteht das, die Gefahr, dass er explodiert. Das ist sehr gefährlich. Wenn es explodiert, wird es wohl dein Gesicht zerfetzen. Es ist wirklich, wirklich gefährlich. Aber bringen wir damit nicht auch Ayato in Gefahr? Na scheiß drauf, wir sind egoistisch. Der alte Feuerlöscher explodierte und zerfetzte Nishirus Gesicht. Bam. Aber das ist es ja definitiv, was er herausspricht. Der Egoismus. Sie wünscht sich, dass sie nie existiert hätte und verändert damit aber auch die Geschichte, das Leben von anderen Menschen. Und das finde ich sehr, sehr egoistisch. Weil sie ihm dadurch vielleicht auch eine sehr schöne Erinnerung raubt an seine Schwester. Vielleicht hätten die beiden zueinander gefunden. Vielleicht werden die auch ein Liebespärchen, man weiß es nicht. Ich persönlich finde, es ist nicht gerecht. Selbst wenn wir das jetzt in unserer realen Welt tun könnten. Dass, also in die Vergangenheit reisen, Dinge ändern. Es ist nur egoistisch. Weil, selbst wenn uns mal was Schlechtes passiert ist oder was Tollpatschiges, so gibt es doch dennoch Menschen, die wir damit beeinflusst haben, denen wir vielleicht was Gutes damit gegeben haben. Im ein oder anderen Sinne. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit, das ist jetzt, ich gehe schon Richtung Schmetterlingseffekt. Aber, hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Als Michiko wieder zu sich kam, stand sie vor dem zersprochenen Spiegel. Sie hat immer noch das Gefühl von gebrochenen Knochen von der Explosion. Aber es war nicht mal ein Kratzer auf ihrem Gesicht. Ja, nach diesem Treffen am Spiegelsee haben Ayato und ich öfter getroffen. Und an diesem Tag in dieser geheimen Zufluchtsbasis habe ich über seine Schwester erfahren. Und wurde sein Modell. Diese Person, Ayato, hatte eine große Bedeutung für mich. In dem Moment, als Michiro ein bisschen ihre Erinnerung zurückbekam, fühlte es sich so an, als ob sie etwas Wichtiges verloren hätte. Der Spruch, der immer kommt. Und ich glaube, wir kriegen ja eine ganz große Strafe dafür das, was wir tun. Naja. Jetzt sind wir ja aber eigentlich mit diesem Raum durch, oder? Nochmal speichern, weil einmal ist nicht genug. Hier oben war ja, glaube ich, nichts mehr. Die Drohung vom Gemälde, weil wir es zerstückelt haben. Es ist aber noch da, oder? Aber es verfolgt uns nicht. Müssen wir jetzt noch was in diesem Raum tun? Ich glaube nicht. Nee. Nö. Hier sind wir durch. Da unten war ja auch nichts mehr. Da war ja nur die Schattentussi. Okay. Dieser Raum ist dann damit abgeschlossen und jetzt müssen wir in einen anderen gehen. Ich gucke nur noch mal, ob hier was war. Ja, hier war der Schalter. Nee, schon wieder. Diese Kunst, die verfolgt mich. Sieht aber wirklich gruselig aus. Ganz im Ernst, wenn ich die Mutter von Ayato gewesen wäre, ich hätte das auch verboten. Das ist ja mehr als beunruhigend. Haben die was Neues zu sagen? Es ist nicht so, dass ich nur Mädchen lieben würde, weißt du? Ich meine ja nur, vielleicht... Vielleicht war es ja nur am Anfang so, dass ich mich in ein Mädchen verliebt habe. Also ist nicht so, ich finde schon, dass du auch süß bist, irgendwie. Sie ist ein bisschen, glaube ich, verwirrt in sich selbst. So, junge Dame. Du erinnerst dich also Stück für Stück? Bring uns unsere Erinnerungen zurück. Bring unseren Wunsch zum Leben. Aber was wird mit uns passieren, wenn wir das alles vollbracht haben? Sicherlich werden wir unseren Frieden kriegen und unseren Frieden finden und zum Himmel aufsteigen, oder? Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Das ist ein Horrorspiel, wo uns die Kunst und mittlerweile Gemälde und alles jagt, was nicht nied- und nagelfest ist. Gut, und jetzt gehen wir hier in diesen Raum, wo ich absolut nicht weiß, was ich tun soll. Ich weiß nur, dass wir es uns hier schon mit einer Puppe verscherzt haben. Ich bin mal gespannt. Und er will was Süßes haben. Wenn wir den Kürbis, der hier, glaube ich, die Süßigkeiten hatte, irgendwie anstupsen, ist der sauer. Haben wir hier noch irgendwas? Das ist leer. Und da hinten ist eine Tür, die verschlossen ist. Das ist ja eine Silbertür.
Es ist nur noch ein Hammer da, aber wir haben ja schon einen Hammer. Und die Silbertür ist dementsprechend noch abgeschlossen. Ein kaputtes Fass. Und halt hier noch so Gedöns. Gut, das hilft uns hier nicht weiter. Also, ich weiß auch nicht. Müssen wir irgendwas wieder reintun? Haben wir was? Nee. Moment, wir könnten es mal mit dem Hammer versuchen. Aber es muss ihn sofort zerstören. Aber ich glaube, den Hammer hatten wir schon ausprobiert. Ich bin mir da gerade nicht so 100% sicher. Aber ich glaube, da hatten wir schon was. Oh oh. Was will sie? Die Puppe starrt dich mit runden Augen an. Don't follow me, pet her head. Verfolge mich nicht. Hört sie jetzt auf uns? Nichts. Ach so, sie ist ja ein Teilnehmer, oder nicht? Wieso guckt die jetzt in meine Richtung? Sounds like me. Ah. Moment, kann ich sie dorthin setzen? Was? Komm her. Komm her. Komm, Püppchen. Wir brauchen hier einen jemanden, der hier sitzt. Komm, Puppi. Guck. Don't follow me. Jetzt stehst du ja hier drauf. Gut. So, und jetzt... Wartet die jetzt hier auf uns? Oder kriegen wir das nochmal gesagt? So, Pippi ist jetzt da. Oh Gott, wie war das? Mido. Moment mal, Pippi, warte mal da. Bleibst du da? Na. Na. Oh. Gut. Geh nochmal zur Seite, Pippi. Los, komm. Ich muss ja nochmal raus. Ich muss mir jetzt nochmal anhören, wie hier die Formel heißt. Midori Vidil. Ach so, hier haben wir's. Mi. Do. Re. Mi. Do. Re. Do. Mi. Klingt auch wie eine Krankheit. Was? Ja. Komm. So, Pippi. Jetzt können wir dir irgendwie ein Ständchen bringen. Hallo, Pippi. So, ich übe erst. Ach so, sie folgt uns jetzt automatisch schon. So, komm her, Puppi. So, ich sollte vielleicht erst nochmal ausprobieren, was die Dinge hier tun. Hammer. Ein Reh. Und ein Do. Gut, Mi-Re-Do. Okay, Puppi, jetzt weiß ich's. Mi-Re-Do. Re-Do. Halt, stopp, nee, hierher. Halt, na, noch nichts. Sie muss noch ein Stückchen weiter hören. Und jetzt, don't follow me. Und jetzt guck mich an! So, und jetzt hauen wir hier mal drauf. Sounds like me. Und dann, do, mi, do, re. Und jetzt hier wieder ein do. Und dann ein die. Mi. Oh, irgendwas hat sich getan. Da war irgendwo ein lauter Sound. Was macht Pippi jetzt mit uns? Ich speichere. Das macht mir irgendwie Angst. So, und jetzt gehen wir mal hier zu unserem Freund. Oh. Alter. Zersplitterte Kürbisstücke und ein Tasche voll Candy schauen unter diesem gefallenen Block hervor. Michiro überprüft die Süßigkeiten, ob sie in Ordnung sind, und dann tut sie sie in die Tasche. Oh Gott. Nein! Das Spiel spielt wirklich mit der Angst. Man denkt, ja, ist ja nur so ein kleiner Gang. Selbst wenn ich verfolgt werden würde,
Just, aber irgendeine Verfolgungsszene kommt jetzt. Der Kürbis hat uns schon so verfolgt, wenn wir ihn nur mal schief angeguckt haben. Gut, schief angeguckt mit Messer und Hammer, aber immerhin. Okay, jetzt kommen wir hier weiter. Midoredomi, ha. Du möchtest was Süßes. Ha, du möchtest so grinsende Seele. Die sind da drin, aber ich lass dich hier nicht einfach so rein. Es ist meine Aufgabe, hier zur Wache zu stehen, weißt du? Hast du irgendwas als Tribut? Ja, ein Haufen Süßigkeiten. Ah, du gibst mir das? Oh, das ist aber der süße Stuff. Ich werde das mal nehmen. Also, geh einfach weiter. Gut, speichern wir nochmal. Man weiß ja nie, welche bösartigen Dämonen uns erwarten. Aber wieso reden die immer von Mehrzahl? Es ist ja jetzt nur eine Seele. Ich hatte mir jetzt schon irgendwie im Offplay immer gedacht, scheiße, jetzt hast du das ja völlig falsch übersetzt, weil das vielleicht total viele Seelen sind, aber das ist nur eine. Die grinsende Seele, ja, das bin ich. Ich bin ein Verfechter der Liebe und ein normaler Teilnehmer der Cracked Smile Dinner Party. Ah ja, dein Gesicht ist wirklich furchtbar steif. Da kann ich überhaupt nicht hinsehen. Also lass uns mal dein Lächeln trainieren. Jetzt lass uns die Dinge mehr lustig machen. Tod ist schön. Schmerz ist ein Genuss. Ein Hoch auf die Traurigkeit. Heute sollen wir alles... cut up and boil. Heute sollen wir alle ein Schweineherz ausschneiden und kochen. Verstehst du? Es wird immer lustiger. Ja, ich kann mich kaum halten. Nein, nicht wirklich. Ich mach mir immer noch Sorgen. Es ist immer noch zu steif. Lass uns weiter üben. Naja, gut, wenn's immer hint. Ja, lass uns die Dinge noch lustiger machen. Betten sind Särge. Licht ist entflammbar. Sind das Beine? Wenn dieses ganze Blut nur Orangensaft wäre. Verstehst du? Es wird immer lustiger. Ja, ich kann mich kaum noch halten. Es scheint sich ein bisschen aufzulockern, aber es ist hart, also es ist wirklich schwierig, das ein natürliches Lächeln zu nennen. Nochmal. Na gut. Nun gut, nun lass uns die Dinge ein bisschen mehr Sternchen. Piep! Gesegnet sterilisierte Würfel auf Fleisch, also Fleischwürfel. Die Ecke von gestern. Ich war hungrig. Aus diesem Grund habe ich das Pinke abgefressen. Siehst du? Es wird immer piep, pieker. Na gut. Es ist gerade so gut für die Cracked Smile Dinner Party. Ich denke... Ah, ich habe da eine ganz gute Idee. Ich weiß, wie wir deine Steifheit ein für alle Mal beseitigen können. Ich weiß, dass jetzt gleich was ganz Schlimmes passiert, aber wir wollen es vielleicht auch mitsehen. Also versuchen wir es. Es ist sehr einfach. Das ist einfach die beste Lösung für alle harten Dinge. Die grinsende Seele schwingt den Hammer direkt in Michiros Gesicht. Yay! Lasst uns ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubern. Wieso habe ich gerade wieder den Joker im Kopf? Gut, nochmal das Ganze. Und dann können wir an der Dinnerparty teilnehmen. Ja, komm. Die Smileys sind aber schon ein bisschen verstörend. Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwann kann ich gar nichts mehr spielen, ohne dass ich in der realen Welt irgendwie Angstzustände kriege. Wenn selbst Smileys jetzt schon verhohnepiepelt werden. Nö, das reicht. Ah, in Ordnung. Also, aber sorg dafür, dass dein Smile, dein Lächeln nicht abbricht. Oder es könnte die Anwesenden traurig machen. Oh, wieso ist der tot? Was ist hier durchgesprungen? Ich wollte gerade sagen, was hat ihn hier getötet? Gut, es hat ihn hier nichts getötet. Gut, aber ich würde sagen, die Dinnerparty schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit diesem Video. Wenn, könnt ihr mal ein Däumchen nach oben da lassen.
Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, Silly.